So Leute, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Das letzte Mal habe ich ausgemacht, da ich über Silvester in Düsseldorf war. Deshalb habe ich keine Ahnung, wo ich gerade hier rumstehe. Da hinten läuft zwar irgendwas rum, allerdings habe ich in Erinnerung, als wir das letzte Mal aufgehört haben, dass wir irgendwo am anderen Ende des Tunnels waren. Nun haben wir das Problem, dass wir hier durch müssen. Ich keine Ahnung habe. Nur noch drei Schuss auf der Schrotflinte. Ich könnte heulen, könnte ich. Oh, da kommt schon ein Klicker. Wunderbar. Der Torkel hält ein bisschen rum, so vollgesoffen. Wie sie halt sind. Er torkelt ein paar Leute komisch rum. Zwei Klicker. Ein normaler. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt in die richtige Richtung gehe. Das ist auch gut, ne? Okay, ja. Gut, ich weiß wieder, wo wir sind. Und zwar sind wir das letzte Mal da hinten durch. Da werde ich jetzt auch wieder durchgehen. Da liegt wieder der ganze Haufen rum. Einfach weitermachen. Falsche Taste. Wunderbar, ne? So wie das gehört. Reicht doch nicht so laut, Mädel. Ich wundere, dass die uns hören. Machen wir jetzt wieder kalt. So wie das letzte Mal die anderen. So. Nun haben wir wieder schön gekriegt. Ne, jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Klicker. Oder halt auch nicht. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Am besten gehen wir. Ich kann mich auch. Oh Mann. Ja. So, nun haben wir das Problem, dass hier ja genau wie beim letzten Ende die zwei Fetten rumhängen. Bloß der andere, der arme Typ, der glaube ich Kopfweh hat oder so, wenn er da so rumsteht. Und ein paar Klicker. Na gut, eine. Das Problem ist, dass wir da durch müssen. Das ist das größte Problem, das wir haben. Nur hoffen, dass vielleicht dieses Mal, ich meine, das letzte Mal war es ja nicht so, uns der blöde Klicker hört. Da hinten. Nö, natürlich nicht. Ne? War gegen zwei von den Dicken, habe ich gar keine. Erstens Lust, Motivation und auch keine Chance. Problem ist, die Dicken, die sehen nicht. Das ist die Scheiße. Machen. Ich meine, theoretisch könnte man die Dicken austricksen. Die Frage ist nur, wenn ich da hinten lang renne, renne ich dann direkt in eine andere Meute? Das ist hier die Frage. Ich würde sagen, wir testen einfach mal, ob wir durchkommen. Dazu nehme ich lieber erstmal noch ein Medikit her. Ja, nehmen wir mal ein Medikit. Schöne Sache. So, dann nehmen wir die normale Knarre. Oh, Klicker, ganz ruhig. Das muss jetzt alles gut geplant werden, weil ansonsten zerstört uns das gleich total. Müssen wir rennen.
du Scheiße. Ach du Scheiße. Rennt, Leute, rennt! Nun wechseln wir schnell zu unseren schönen... Scheiße. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Darüber. Das ist jetzt so eine kleine Technik von. Lauf, Junge, lauf. Jetzt haben wir noch. Ach du Scheiße. Lebt ja immer noch einer von den blöden Sprintern da. Ja. Adolf? So, Nein! Wo kam jetzt bitte der Klicker her? Kam das irgendjemand? Nö, oder? Ach, ist das ein Scheiß. Leute, das ist richtig. Jetzt kann ich den ganzen Kack nochmal durchgehen. Brauchen wir mal schnell ein Messer. Für den einen Klicker, der gerade eben da war. Jetzt sind da schon mal wieder zur Schrotflinte. Schnapp uns da überall die Munition und alles, was da an der Form hat. Oh mein Gott! Das sind so viele! Ich weiß. Einfach weitermachen. Ja, das sind echt ein bisschen viel. So ganz minimal. Besten so wenig wie möglich von der Axt verschwenden. Wenigstens das schon mal hinbekommen. Einiges besser wie vorher schon die Situation. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir den Rest. Alter, Ellie, geh mir doch mal aus der Fies hier! Den Rest auch hinbekommen. Irgendwie. So ganz minimal. Ja, das ist ja richtig eine Vorratslage hier. Ganz schön sackenduster. Warum kommen wir hier nicht durch? Ich habe gar keine Lust, mich da durchzukämpfen. Es wäre cool, wenn ich auch die Tür aufmachen könnte. Aber tschüss. Ich bin da mal weg, so in der Art. Aber ja, wir haben Molotovs, wir haben... Was auch immer das darstellen soll. Minen haben wir auch. Okay, schnell ein Medikit herstellen. Am besten noch ein Messer herstellen. Bleib hier. Gucken, ob ich das Flash aus dem Bogen lösen kann. Bin mir nicht ganz sicher. Weil Klicker reagieren ja nur auf Lärm. Ja, wie ich gesehen habe, sind es aber wirklich so abartig viele. Schon wieder weinen musste. Wo ist der Bogen? Wo war der nochmal? Ist das? Da war er, glaube ich. Oder? Ja, da ist er. War gar nicht mal so dumm gerade, ne?
War doch schon mal eine gute Sache. Das Problem ist nur, da hinten an den Spacken kommen mit Sicherheit nicht vorbei. Ja, die allergrößte Wahrscheinlichkeit nicht sehen werden. Ja. Ich bin total am Verzweifeln, ne? Merkt man vielleicht. Schön versteckt bleiben, versteckt bleiben. Gehen ja voll ab da hinten, ne? Fackeln. Schätze. Oh, das war ein Molotov, ne? So, wo haben jetzt die zwei Dicken? Einer läuft da hinten hin und der andere läuft wohin? Wieder hierher, das habe ich eigentlich nicht damit gemeint. Aber genauso macht das der Dicke. Natürlich keine Molotovs. Oh, ich kann herstellen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das fällt mir gerade richtig gut. Brände? Nur irgendwie nicht, ne? Jetzt brennt er. Oh Mann. Die sind echt nicht mehr ganz sauber. Er ist sogar tot. Natürlich. Der Hit schlechthin. Das sagt mir so richtig gut zu. Das finde ich richtig positiv gerade. So richtig hardcore positiv finde ich das. So, dann haben wir es wenigstens in der Folge schon mal so weit geschafft, dass wir da jetzt durch das eine Eck hier durch sind. Das ist natürlich trotzdem ziemlich traurig, dass wir erst hier durchziehen. Ja. Okay. Kriegst du die Kiste darunter? Kein Ding. Hallo? Hallo? Ja, nehm schon an, Bro. Gut. Das ist echt richtig heftig, du. Okay. Beeil dich mal bitte mit der Kiste hier. Vogel. Du sollst nicht drüber springen, du sollst draufkrabbeln. So. Okay. Alles klar. Ich glaube, wir kriegen sie uns nicht. Okay. Pass auf hier! Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, was machen wir? Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Aha. Ja. Ich komm da nicht dran. Echt? Wäre mir gar nicht aufgefallen. So. Da oben ist eine Leiter. Die Frage. Komme ich hier irgendwie hoch? Das ist halt so die Question, ne? Die Master Question. Ui. Ui, ui, ui.
Uiuiuiui. Das wird so nix, ne? So, Ellie, muss man ganz trocken sagen, ne? Schwerf dich mal darüber, du krabbelst da hoch. Vielleicht kann ich drunter durchschwimmen. Drunter durchschwimmen. Okay. Na, Ellie, darf jetzt Spaß nicht, du darfst jetzt ein bisschen auf Papa warten, sozusagen. So. Hier scheint alles Structure zu sein. So. Dann können wir da hoch, dann können wir rüber, können dann die Leiter dahin werfen. Ganz schön hoch, übrigens. So, Erling. Jetzt kann's weitergehen. Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. Es ist eisig. Ja. Bleib geschmeidig. Und noch eine versperrte Tür. Yo, Bro, da sitzt jemand. Hallo? Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach dich wieder auf. Das ist keine gute Idee. Wenn der da hinten lebt. Pass auf! Danny! Oder was auch immer das war. Grazie. Schon mal schön, ne? Ah, jawohl. Und noch mal schnell ein bisschen was verbessern. Wie das was haben wir denn? Ja, schön rein hier. Was haben wir denn? Lua. Mit was bin ich meistens unterwegs? Eigentlich die Schrotflinte, die ist so mein absolutes Lieblingsgerät. Das ist natürlich auch fies. Ja, bestens Nachladetempo runter nochmal. Wird das Beste sein. Ja, das ist gut. So. Ich frag mich nur. Hopp runter. Alter, renn doch nicht dauernd. Mädel. Sieh mal! Da ist es! Ja. Schön. Sieh mal, da ist Wasser. Du kannst nicht schwimmen, Mädel. So. Juppadi, juppado. Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Gut. Ich schaff den Sprung nicht. Echt? Wäre mir nicht aufgefallen. So. So. Ellie, Papelli. Schauen wir mal, was wir da unten haben. Fusch.
lauter Fusche. Ja. Aha. Das sieht mir gerade gar nicht so gut aus. Bisschen Luft holen. Da unten wäre vielleicht was, Mädel. Das Problem ist nur, dass es etwas länger dauern kann. Und dass ich keine Ahnung habe, wie weit es geht. Ob ich das überhaupt luftmäßig schaffe. Gut, ein paar Tote. Okay, Ellie ist da. Ja. Wunderbar, ne? Klasse und so, ne? Ich bin total begeistert und so, ne? Aber ich glaube, andersrum kann man hier auch nicht, ne? Das war's dann eigentlich so ziemlich, ne? Hier haben wir nichts umstellen. Da schwimmt halt ein Toter durch die Gegend. Aber ansonsten sehe ich hier auch nichts, ne? Ich hüpfe jetzt da unten rein, falls man da überhaupt rein könnte. Access Hospital Tunnel Maintenance on. Ja, okay, schön. Und irgendwie ist hier gar nichts. Es ist einfach nichts hier. Es ist gar nichts hier. Überhaupt nichts. Richtig traurig. Wir da drüber krabbeln, mal schauen, wo wir hinten rauskommen. Ne? Oh Mann. Ach, klasse. Das war schön. So, gut, ne? Ich meine, dann wären wir so weit, dass sie da drüben ist und dann, was mache ich dann? Heulen oder was? Komm schon, Kleiner, geh drauf. Komm auf das Brett. Oh. Drüben ist er schon mal, ne? Das müsste schon auch noch da hochkommen. Schau mal bitte, ob du was findest, Mädel. Ah ja, gut. Gut beobachtet, die Kleine. Kann halt drunter stehen. Gut, ich meine. Ich meine, das ist halt schon ein bisschen scheiße, ne? Man könnte nämlich auch theoretisch einfach hochkrabbeln, nein. Und reißt da einfach mal was ab, ne?
den ganz da hinten durchlaufen, dann darüber krabbeln und dann wahrscheinlich von irgendeinem Zombie zerfleischt. Ne? Hat sich natürlich gelohnt. Echte Shit. Das ist der Shit. So, Mädel. Das wird dann ein bisschen krasser jetzt. Das wird nicht so einfach wie... So war das natürlich, ist nicht geplant, ne? Ich frag mal schon mal echt. Das muss doch schon scheiße nass sein, ne? Gut. Ich glaube, da hinten hingehen wird nichts mehr, ne? Ja, Ellie, du müsstest dann schon springen, Schätzchen. Da muss ich gerade versaufen, der Junge. Oh, bisschen. Ja. Gut. Kleines bisschen, ne? Na komm, spring! Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Hast du mich mal gebraucht? Nichts hier runter von diesem Ding. Oh je. Oh, Ellie! Na, Ellie, los! Geil! Luft doch mal! Schüssel auf, zögert auch wieder die Folgen wieder so lange raus. Ach, komm schon.
Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Wollen mich verarschen, die Wichser? Hallo? Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Na, Mann, ist das traurig. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Such jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ja, ja, ja. Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Ja. Die Kamera. Die Facecam scheint schon mal drauf vorzubereiten, auf das Ende dieser Folge. Verfick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Ich bin leicht erkältet. Silvester war ein bisschen kalt. So, gut. Na dann. Er ist hier drin! Machen wir mal alle von Firefly kalt. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.